Der Über-Alpha Montreal mit seinem 200 PS Achtzylinder beginnt seine Geschichte 1966. Ohne Fesseln seitens Alpha wird ein großzügiges Coupé gezeichnet. Einziger Auftrag: zeigen, was man kann. Der 33er Stradale spendet drei Jahre später seinen Traummotor. Ein klassisches Renntriebwerk, welches mit Mühen für die Straße gezähmt wurde. Einer der wenigen Männer, die sich der Herausforderung Montreal seit 1972 stellen, ist Ulrich Pfeiffer. Als er ihn das erste Mal auf einem Werbeplakat sieht, verliert der Verstand das Duell mit dem Gefühl. Ein Jahr spart er und kauft ihn dann als Vorführwagen. Heute ist er einer von nur noch 187 registrierten Besitzern und hat es keinen Tag bereut. 160.000 Kilometer hat der Motor auf dem Buckel und läuft wie am ersten Tag. Dafür kontrolliert sein Besitzer aber auch penibel jedes Teil und Teilchen, obwohl der ehemalige Teppichhändler niemals Schrauber werden wollte. Im Laufe der Jahre ist man das geworden, weil man eben hier nicht Werkstätten hat, die sowas machen können. Und man stiehlt mit den Augen und dann sieht man, was gemacht werden kann. Und man muss ja immer nachgucken, Öl und Luftfilter, ob er sauber ist und alles. Und das sind so Sachen, die vor jeder Fahrt gemacht werden sollten. Und dann fahren wir los. Losfahren mit der Melodie des Achtzylinders ist für den 65-Jährigen immer noch größtes Vergnügen und Herausforderung. Tatsächlich hat der Zweisitzer was von einem Italo-Western. Sein Motor gleicht einem amerikanischen Smallblock und seine Seele spricht Italienisch. Wer mit ihm fahren will, muss alles geben. Der Montreal hat überforderte Bremsen und eine bescheidene Hinterachse. Servolenkung gibt es nicht und beherzte Kurvenfahrten können schnell ein Abenteuer werden. Der Prototyp, der 1967 ins kanadische Montreal geflogen wird, weiß davon noch nichts. Via Spezialtransport landet der Prototyp in der Halle für Zukunftsautomobile und wird so gefeiert, dass Alpha die Serienfertigung beschließt. Ganze drei Jahre später, 1970, geht er in Serie. Von der Expo in Montreal nimmt er seinen Namen mit und auch fast unverändert das Aussehen. Selbst der futuristische Instrumententräger bleibt ihm erhalten und damit eine der schönsten Instrumentengruppen, die je in der Alpha-Geschichte gestaltet wurden. Basierend auf der Bodengruppe der Giulia kommt er für 35.000 Mark in den Handel. Alpha hat ein Überflaggschiff mit einem zivilisierten Rennmotor. Doch der eigentlich zuverlässige Rennmotor überfordert viele Werkstätten. Folge: Motorschäden in Serie. Einer der Gründe, warum Ersatzteile rare Kostbarkeiten sind. Ulrich Pfeiffer sammelt seit Jahren alles, was er bekommen kann, in einer kleinen Garage. Vom Motor bis hin zu Schaltern. Nur möglich durch die große Alpha-Gemeinde. Es ist schwierig, man muss rund fahren und durch den Alpha-Club kommt man an Artikel dran wieder, die irgendwie dann zu besorgen sind. Oder man muss eben bauen lassen, vor allem bei Karosserieteilen. Wir müssen dann vom Schlosser gedengelt werden alles und das. Was Pfeiffer nicht selber reparieren kann, sind Arbeiten am Motor oder komplizierte Einstellungen. Trotzdem lässt er den V8-Motor fliegen. Vorzugsweise auf der Geraden, denn Kurven mag der Monty nicht. Der Grund für den sorglosen Umgang findet sich in der Nachbarschaft. Der Ex-Alpha-Händler Dieter Gleich. Kaum einer kennt den Montreal so gut wie er. In den 70ern fuhr der Kfz-Meister erfolgreich Rennen und fuhr den viel zu schweren Montreal sogar auf Siegertreppchen. Hallo! Na? Du müsstest mal nachgucken, das Auto läuft nicht richtig. Ja, es stottert so ein bisschen rum. Und wenn der Motor nicht richtig läuft, liegt es meist an der Injezione Sistema Alfa Romeo Speaker. Die mechanische Einspritzpumpe ist eine Meisterleistung, aber kapriziöser zu handeln als jedes Rennpferd. Genau da versagten die meisten Schrauber. Die haben dann nicht beherrscht, die Pumpe einzustellen, beziehungsweise der Motor damit abzustimmen. Das Gestänge, das ging ja schon mal los, da gab es einen Haufen Werkzeug, wo die Gestänge mit eingestellt werden mussten. Und da musste das synchronisiert werden, sonst klappte das hinten und vorne nicht. Ne? So, dann haben die angefangen rumzuäulen, ja, und dann war alles zu spät. Ne?
Und als die Montreals reihenweise stotterten, stockte auch die Produktion. Den Garaus machte ihm dann der Ölpreisschock und sein 18-Liter-Verbrauch. In 7 Jahren wurden gerade mal 3.925 der Überalphas produziert, bis 1977 das auskam. Dabei war und ist der Montreal ein Autotraum. Ein Traum, für den heute nur um die 25.000 Euro aufgerufen werden. Dabei dürfte er in den nächsten Jahren gewaltig an Wert gewinnen. So gewaltig wie der Schub des Achtzylinders, der den Montreal auf 220 km/h beschleunigt und dabei jenseits von 5.000 Umdrehungen seine Rennvergangenheit herausbrüllt.